Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Oh, gut. Ich scheute keine Kost. Das sieht man. Die kleinen Dinge im Leben machen die Macht zu tun. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich kurz. Kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Nie gesehen. Mir gehören alle. Ich bin so gut, dass du mich dafür bezahlst. Ganz im Gegenteil. Ich sah nicht Geld von deiner Waffe stehlen. Dafür habe ich einen Ritt frei. Ja, ich will, dass du die ganze Zeit. Umsonst? Ich muss doch auch etwas leben. Hast du selbst vielleicht eine Chance? Nein, aber. 300 Florin. 700. Gut. Schön, dass wir ins Geschäft kommen. Schau, Alex. Komm, wir können sonst keine Pause bekommen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Ja, jetzt begrüße ich euch nochmal. Ich wollte den guten Mann da ausreden lassen. Deswegen habe ich hier nicht viel weitergequatscht. Ich hoffe, die ignorieren mich jetzt. Komm, lasst mich mal in Ruhe, ihr seid zu auffällig. Ich wollte da in den Heuhaufen. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Ja. Rodrigo weiß genau, wie schwer das war, es herzustellen. Von einer Bank aus eliminieren, hä? Das war die volle Synchronisation. Was steht da da? Wo haben wir denn hier eine günstige Bank? Da haben wir eine Bank. Oh, da steht ja einer. Ne, warten wir einfach, bis er vorbeikommt hier. Ja, Mann, ich konnte jetzt gar nicht viel reden. Einmal hat der Bankier so viel gelabert und dann hat noch Cesare seine Sache erzählt. Ja, wir sind auf jeden Fall hier auf dieser kleinen Feier, um den Bankier zu eliminieren. Da vorne steht er. Wir müssen nur warten, bis er hier mal vorbeikommt. Ich hoffe, das wird auch passieren. Wäre ein bisschen blöd, wenn er nicht hier lang kommen würde. Jetzt kommt er, glaube ich. Und beim Baum sind hier alle Leute fast nackt.
verstehe es nicht. Na, jetzt geht er wieder zurück, ey. Komm hierher. Da sind noch Wachen, da ist eine Wache. Sehr viele Wachen sind es nicht, aber... Jetzt komm hier vorbei. Ich sag's dir... Komm mir vorbei. Weil ich komme jetzt ganz schlecht hier wieder weg, weil der mich genau sieht. Alter, sag mal bitte nicht, dass ihr nie vorbeikommt. Sonst sitzt hier echt schlecht. Kommt der hier wieder hin? Ich hoffe, der kommt jetzt mal hierher. Nee, der wartet wieder und dann geht er wieder zurück. Ey, das kann nicht sein. Runter da, oder stirb! Zu der Bank müssen wir. So. Die Stimme echt perfekt. Müssen wir nur noch warten, bis er hier vorbeikommt. So. So eine Umarmung. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Ja, da freue ich mich gerade ein bisschen, denn wir haben die volle Synchronisation erreicht. Jetzt heißt es fliehen. Oh. Ist. Hi Leute. Könnte unser Mann sein. Schnell, schnell weg. Ja. Ui. So. Ich hoffe, das reicht. Uiuiuiui. Schön, rein und raus, volle Synchronisation, denn wir haben den Bankier unbemerkt von einer Bank eliminiert. So. Mal sehen, was könnten wir als nächstes tun? Oh, die Leonardo da Vinci Mission ist gleich da unten. Da würde ich sagen, nehmen wir die als nächstes.
Na komm. Ich wollte nur die Gasse hier lang. Die Truhe habe ich nämlich genau gesehen. Das war genau geplant, dass wir zu der Truhe kommen. An alles kann er sich festhalten, außer an Leute. So nicht, mein Freundchen. Ey. Da ist er. So. Caesar allein verdient einen besonderen Thron in der Hölle. Genau. Ich würde ihn gern dorthin befördern. Nee, das ist mein... Das ist meine Aufgabe. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie. Mille grazie, amico. Ihr kämpft gut und, wie es scheint, für die gerechte Sache. Könnt ihr einen Mitstreiter gebrauchen? Immer doch. Denn mir sind vor ein nicht so knapper Zeit einige draufgegangen. Was mir sehr leid tut. So, hier geht die nächste Leonardo da Vinci Mission los. Ich sagen, machen wir direkt, weil hier gleich um die Ecke war. Kriegspläne, den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher beim Angriff treten. Okay. Das dürfte mir nicht so schwer fallen. Also du. Mensch. So. Hey. Der denkt gar nicht jetzt. So. Ganz ruhig. Ich nehme dich mal mit. Das wäre aber nicht besonders schwer. Schnell, sag ich mal. Ja. Das muss wahrscheinlich schwere Lasten tragen, deswegen. Oh. Man darf auch mal Fehler machen. So, dann beginnen wir auch diese Mission. Schon. Marienkanonen. Neapel. Oh, Neapel sind wir also jetzt. Tickende Zeitbombe. Die Borgia haben anhand von Leonardos Entwürfen eine tödliche maritime Kriegsmaschine erschaffen.
Sie muss zerstört werden, bevor Cesare die absolute Kontrolle über die Meere erlangt. Volle Synchronisation, eines der drei Tore öffnen. Ah, okay. Sag deinen Kameraden, dass nur Eduardo sich der Erfindung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Capitano. Ui, das war ein bisschen unrealistisch, aber ne. Jetzt wieder ein bisschen untertauchen. Blöd, Mann. Hey, ich wurde gar nicht entdeckt. Alles Lügen. Alles Lügen. Sag deinen Kameraden, dass nur die Ordnung sich der Erfindung nähern darf, um letzte Hand anzulegen. Ja, Kapitän. Er sieht sich den Mechanismus vom Boot aus. Einen Moment. Wurde nicht entdeckt. Nein, nein. Ach. Geh schwimmen. Ja, der geht auch mal baden. So. Das müsste er ja sein hier. Gebt mir die Pläne. Ihr seid der Assassine, stimmt's? Ihr müsst Cesare stoppen. Ich helfe euch. Ich bringe euch zu ihnen. Grazie. Oh, endlich mal ein kooperativer Typ. Geh zum päpstlichen Heer, sagte sie. Einfache Arbeit, guter Sold. Jetzt sieh mich an. Capitano di questa barca di merda. Weißt du nicht, was es bedeutet, aber. Ne. Ich würde sagen, ob wir diese Kriegsmaschinen zerstören können, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ja, auch wieder eine ziemlich spannende Mission. Auf jeden Fall haben wir in dieser Folge erstmal den Bankier von Cesare Borgia eliminiert. Ein Templer, eine Marionette weniger, die uns aufhält, Cesare zu eliminieren. Ja, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal wieder eine kleine Leonardo da Vinci Maschinenzerstörmission. Eine maritime Waffe hat Leonardo für die Borgia hergestellt. Wir müssen sie zerstören. Ob wir das schaffen können, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.